Ja, hallo, lieben Christian Schemeier, Paartherapeut, Diplompsychologe und so weiter. Und ja, heute geht es mal um Fernbeziehungen und Soulmatching, oder vielleicht müssen wir was sagen zu Fernbeziehungen, ja, und zu Soulmatching halt. Genau, wir haben ein bisschen, bin ich zu Hause, mir so ein bisschen aus der Hüfte geschossen hier. So, ich lese mal was vor dazu. Wenn du auch so Fragen hast für meinen Videoblog, kannst du gern über das Kontaktformular auf Liebeship schicken. So, hi Christian, ich bin in der Testphase bei Soulmatching dabei. Vielleicht hast du ja mal Lust, hier auf YouTube ein paar Tipps zu geben. Wir sind ja jetzt nicht so viele. Also mittlerweile sind so knapp 500 drauf. Und dadurch ist die Wahrscheinlichkeit für eine sehr große Entfernung hoch. Gleichzeitig findet man sich durch den gemeinsamen Liebeship-Hintergrund super spannend. Ja, das war sowas gedacht. Macht das Sinn, auf Entfernung online zu daten? Die Kandidaten sind auf jeden Fall etwas ganz anderes als auf anderen Plattformen und da ist die Versuchung groß. Ja, das freut mich sehr, dass ihr die wahrnehmt als eine andere Truppe, eine andere Tribe, im Positiven. Das ist doch genauso, wie es sein soll. Liebe Grüße und danke für die super Arbeit, die ihr alle macht. Katschlenker. So, also erstmal zum Thema Fernbeziehung. Ja, also ich finde, Fernbeziehung spricht eigentlich nicht so wahnsinnig viel gegen, wenn man bereit ist, die Fahrerei in Kauf zu nehmen. Also natürlich hat alles Vor- und Nachteile. Wenn du jemanden vor Ort hast, dann klar, kannst du den vielleicht nur aus der Tür gehen, 10 Minuten Auto fahren und kannst ihn sehen und auch regelmäßiger. Auf der anderen Seite haben ja viele auf Liebeship haben ja Bindungsangstthemen, selbst die Pluspole. Ich meine, wenn man die nicht hätte, wird man vielleicht nicht immer Menschen daten, die total aktiv bindungsängstlich sind. Und viele Menschen, die so aus diesem dieses Lernen, nicht mehr diese toxischen Beziehungen zu führen, trifft vielleicht für dich auch zu, also du, der das guckt oder die, der das guckt hier, dass sobald man dann Menschen datet, die so verbindlicher sind, die mal da sind, die präsent sind, die emotional ansprechbar sind, stellt man auf einmal fest, wow, das wird mir ja ganz schön nah, so, das bin ich ja gar nicht gewöhnt. Und man merkt so diese, wie Steffi Stahl das ja immer genannt hat, so passive Bindungsangst. Und von daher nimmt einem so eine Fernbeziehung natürlich auch viele Themen ab. Man muss da, also kann sich da so langsam reintüdern. Man muss ja auch nicht ewig eine Fernbeziehung bleiben. Und gerade wenn man jetzt jemanden datet, der vielleicht emotional verfügbarer ist, als dass die Partner vorher waren, kann man sich trotzdem, hat man Zeit für sich, kann sich zurückziehen. Und muss das nicht ewig diskutieren, weil das sozusagen in der Anlage der Beziehung schon halt diese Pausen drin sind. Also insofern spricht da eigentlich, also außer jetzt praktische Gründe, klar, Fernbeziehung jetzt am Nordpol ist vielleicht ein bisschen anstrengend so. Also es muss schon irgendwo realistisch sein. Du hast natürlich auch gesagt, online zu daten über die Ferne. Also man muss sich natürlich dann schon mal sehen, was ich tatsächlich nicht empfehlen würde, auch nicht auf Soulmatching ist, da sage ich gleich auch noch was zu Soulmatching. Ja, jetzt wochenlang, monatelang womöglich sich zu schreiben und man kommt aber dann nicht weiter oder geht in so eine Fantasie rein, die sich dann, wenn man sich dann real sieht, dann doch nochmal anders wird. Also da muss man sich schon mal die Mühe machen, sich dann auch zu sehen. Das nimmt einem Soulmatching natürlich auch nicht ab. Also wir werden die Plattform ja weiter ausbauen mit Video-Dates, auch Coaching-Ansätze. Das heißt, euch würde die Plattform auch irgendwann schreiben, zum Beispiel jetzt in deinem Falle, Mensch, wollt ihr euch nicht mehr treffen? So, ne? Wir wollen euch ja auch coachen auf dem Weg. Und insofern, ja, macht das, aber setzt dann auch mal ein Real Date an irgendwann, ne? Wenn man sich da wichtig, also dass sich da sicher genug fühlt. Ja, so Soulmatching, ich versuche einfach nochmal, weil wir so viel Fragen kriegen, also wir kriegen schon viel bei Liebeschirm, und bei Soulmatching kriegen noch viel mehr Fragen. Ich versuche mal ein paar zu beantworten. Also es ist eine geschlossene, kostenlose, geschlossene Beta-Phase. Beta-Phase heißt natürlich, es funktioniert nicht alles. Vielleicht fragt man sich, ja, wieso ist es dann schon draußen, aber du kannst bestimmte Fehler erst unter Volllast finden. Das ist einfach so, ne? Also
in dem Moment, wo man das online schaltet, funktioniert noch nicht alles. Und dann sind da ja hunderte Leute gleichzeitig drauf und machen vielleicht Sachen, auf die man gar nicht gekommen ist. Oder es gibt ja Performance-Probleme in der Software, die sich erst bei vielen hundert Leuten zeigen. Und genau, und deswegen haben wir jetzt diese Beta-Phase. Also mein letzter Stand ist, ich habe mich eben noch mal kurz gesprochen mit Zoom Matching, ist, dass es im Prinzip läuft. Gab dann noch so ein Leerzeichenproblem, das soll wohl behoben sein. Da gab es noch so ein Problem mit, dass ob man nach Mann oder Frau sucht, dass es da Unklarheiten gab. Da weiß ich jetzt nicht ganz genau, ob es behoben ist. Also letzte Woche gab es auch noch Performance-Probleme, die sind behoben. Und ja, genau. Und so, dass wenn man jetzt, ach so, genau, woran gerade gearbeitet wird, ist der Image-Upload und der Video-Upload und auch, dass ihr, wenn ihr noch nicht, weil vielleicht der Server mal gerade down war, wenn ihr euer Profil noch nicht komplett ausfüllen konntet, dass es da eine Möglichkeit gibt, auch die Sachen, die man eigentlich nachher nicht nochmal ausführen soll, dass ihr die aber vervollständigen könnt, also vor allen Dingen diese Fragen zur Polarität, dass da auch das Matching richtig funktioniert. Wir haben ja ein Matching für Polarität und eins für Kompatibilität, was wir da testen, auch mega innovativ, habe ich noch nie irgendwo gesehen. Und ja, genau, dann kommen ganz viele Fragen. Ich habe keinen Einladungslink bekommen. Es gibt in dem Sinne keinen Einladungslink. Link, also wir können euch auch, ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, wie Soul Matching das alles handelt, aber bestimmte Leute können wir auch gar nicht mehr erreichen, aus verschiedenen Gründen, weil sie sich vielleicht gar nicht für Newsletter angemeldet haben und ich weiß nicht was. Also insofern, wenn du sagst, Mensch, ich habe damals bei dieser ersten kleinen Testphase, die wir da hatten, da habe ich mich angemeldet für diese 500 Leute, die wir gesucht haben. Da brauchst du auf keinen Einladungslink warten. Du kannst einfach auf somaschi.de geben, gibst deine E-Mail ein. Also gehst auf nicht auf Login, sondern auf kostenlos anmelden, gibst deine E-Mail ein, vergibst ein beliebiges Passwort, das du dir merken solltest. Und ja, dann kannst du mitmachen. Brauchst du auf keinen Einladungslink zu warten. Das betrifft also alle Newsletter-Abonnenten und es betrifft ja Menschen, die das Newsletter vielleicht nicht kriegen, aber die damals gesagt haben, hey, ich will da mitmachen. Also brauchst du auf keinen Einladungslink warten. Ansonsten alle Support-Anfragen an support at soulmatching schicken, nicht an uns. Das bringt nicht viel. Wir können das ja nicht auch nur ja allgemeine Sachen sagen, die sage ich jetzt auch schon im Video hier. Ansonsten, was weiß ich, wenn ihr euer Passwort vergessen habt oder man meint, irgendein anderes Problem ist, schreibt an Soul Matching, habt doch ein bisschen Geduld. Die letzte Woche war natürlich da der Teufel los. Deswegen gab es jetzt am Wochenende auch keinen Support, weil alle mal ausschlafen mussten. Und genau. Wenn du dich dafür interessierst und du hast dich damals nicht gemeldet für diese Beta-Phase, musst du leider noch warten, also wir können keine weiteren Plätze vergeben da gerade. Da empfehle ich auf jeden Fall anmelden für den Newsletter von Soul Matching, dass du auf dem Laufenden bleibst, weil es wird auch noch eine offene Beta-Phase geben, also wo sich weitere Menschen dann unlimitiert anmelden können, auch noch unter Test. Gesichtspunkten, da werden wir sicher schon ein paar mehr noch mehr Features freigeschaltet haben. Wann das ist, keine Ahnung, wird man aber jetzt bummelig sagen, 4, 6, 8 Wochen wird es diese offene Beta-Phase geben. Vielleicht auch schon 3 Wochen, ich weiß es nicht. Das hängt ein bisschen davon ab, wie schnell wir es jetzt stabilisiert kriegen, dass die Plattform wirklich safe läuft in der Version 1, wie wir sie definiert haben, für die 500 Leute, die drauf sind, dass da wirklich sicher läuft und erst dann werden wir an eine offene Beta-Phase denken. Offene Beta-Phase ist natürlich immer noch erstmal kostenlos. Die offene Beta-Phase, weiß ich auch nicht, wie lange die geht, vielleicht doch, also geplant sind 4 Wochen.
Das ist zumindest jetzt, was ich gehört habe. Vielleicht sind es auch 3 oder 5, keine Ahnung. Auf jeden Fall könnt ihr es testen und dann wird es irgendwann einen Übergang geben in eine bezahlte Version. Aber auch da wird es natürlich für all die Leute, die mitgeholfen haben beim Testen und alles, wird es natürlich Gründungsrabatte geben und so weiter. Also, das ist noch, ja, das wird sicherlich noch dauern. Aber erzählt's gerne rum, folgt Soulmatching auf Instagram und Facebook. Gebt's weiter, teilt deren Beiträge, weil natürlich wollen wir da möglichst viele Leute draufkriegen, dass auch ein Pusselmuckel dann jemand ist. Und wenn ich jetzt diese Mail hier lese, dann ist eigentlich genau, was ich wollte, dass Leute, die halt ein bestimmtes Mindset haben, Leadership-Mindset haben, dass die mal untereinander daten, dass da vielleicht auch wirklich ganz andere Sachen bei rauskommen. Wir können sicherlich nicht, weiß ich nicht, Dating, Online-Dating ist immer so eine Sache, da können wir sicherlich nicht alle Hürden rausnehmen. Und das kann man, darf man natürlich jetzt auch nicht zu viel versprechen, aber das ist genau, wenn ich das hier lese, ist genau, wo es hingehen soll. Und würde mich mega freuen, wenn ihr mitmacht und ihr auch das Wagnis eingeht, euch da zu zeigen, Erfahrungen zu machen, weil wenn man es nicht probiert, kann man auch nicht wissen, was bei rauskommt. Ne? Genau. Ansonsten, ja, jetzt in eigener Sache noch. Liebeship Party haben wir noch. Paar Tickets wollen wir gerne so richtig voll machen. Kommt da gerne noch 2 Lesungen, Hamburg und Jena und 3 Bootcamps in Berlin, Hamburg und Murnau. September ist Liebeship Monat und vielleicht sehen wir uns da ja auch live. Würde mich sehr, mal sehr freuen, mal wieder.